Servus Leute und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Im heutigen Video schauen wir uns einmal gemeinsam an, was ihr tun könnt, wenn euer Filmora X nicht mehr startet, crasht bzw. abstürzt. Das ist das Thema vom heutigen Video, also bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Bevor wir allerdings ins Video reingehen, habe ich noch eine klitzekleine Bitte an euch. Und zwar würde ich mich wirklich unfassbar über ein Like, Abo und Kommentar von euch freuen. Ganz einfach, euch kostet es nichts, mir macht es eine Riesenfreude. Und deswegen, warum nicht, oder? Würde mich sehr freuen, danke dafür. Starten wir direkt ins Video rein. Und zwar zu Beginn, natürlich erwähnt, dass ihr alle möglichen Programme und Prozesse, die ihr nicht braucht, derzeit einmal schließen solltet. Wie machen wir das am besten? Wir gehen einmal in die Windows-Suche, geben hier Task Manager ein, öffnen dann diese App hier, können dann hier einmal auf mehr Details klicken und bekommen dann hier eine Liste mit allen möglichen Prozessen und Programmen, die derzeit auf unserem PC geöffnet sind. Und hier können wir dann einmal auch nach den verschiedenen Komponenten sortieren, das heißt nach CPU, Arbeitsspeicher, Disk, Network und GPU. Und hier würde ich euch dann grundlegend einfach empfehlen, dass ihr alle Prozesse, die jetzt hier relativ viel Kapazität verbrauchen und die ihr derzeit nicht benötigt, einmal beendet, damit wir einfach mehr Kapazität für Filmora haben und somit das Ganze natürlich nicht mehr crasht. Das heißt, in meinem Fall könnte ich mir jetzt überlegen, brauche ich Google Chrome, brauche ich Teams, wenn nicht, dann einmal beenden. Genau, dann können wir den Task Manager auch schon wieder schließen und wir gehen wieder in die Windows-Suche, geben jetzt Gerätemanager ein, öffnen dann diese App hier und hier bekommen wir wieder eine Liste mit allen möglichen Geräten, die wir installiert haben. Und hier können wir dann einmal bei Disk Drives reingehen in das Dropdown-Menü und dann einmal bei Kingston, also bei euch eure ersten Disk, rechtsklick drauf und dann auf Update Driver. Und dann auf Search Automatically for Drivers und hier gegebenenfalls natürlich einen aktuellen Treiber installieren. Das gleiche macht ihr dann auch noch bei euren anderen Disks, bei Display Adapters und bei Prozessors. Und zu guter Letzt könnt ihr auch noch probieren, euren Onboard Audio Treiber einmal zu deaktivieren. Wie machen wir das? Wir gehen einmal rein in das Dropdown Menü bei Sound, Video und Game Controllers und dann hier einmal rechtsklick auf Realtek R Audio und dann einmal auf Disable Device. Dann ganz einfach auf Ja. Und um das Ganze zu übernehmen, müsst ihr dann noch euren PC neu starten. Das war es aber auch dann schon. Dann können wir den Gerätemanager wieder schließen und wir sind auch schon fertig. Ich hoffe natürlich, dass das Ganze euch weitergeholfen hat. Wenn das so ist, lasst gerne Like, Abo und Kommentar da. Wenn nicht, dann unbedingt auch einen Kommentar da lassen. Dann werde ich euch nämlich so schnell wie es geht helfen und dann finden wir sicher eine Lösung. Ansonsten war es das. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao Leute, pfiat euch und baba.